Taubendichter. Gedichte außer Rand und Band. Der Dichter sucht den Reim und findet schließlich Widerstand am linken Hosenbein. Die ideale Form für immerhin vier Zeilen. An der Rose mit dem Dorn darf er weiter feilen. Nach 10 begeisterten Minuten ist das Gedicht geschrieben. Gequält, verletzt, verwundet, blutet, hat's ihn zum Äußersten getrieben. Er zählt mit spitzen Fingern die Zeilen auf dem Blatt, hat keinen blassen Schimmer, warum er sowas tat. Weinend vor Freude und Glück bewacht er den Erguss, in dem die Ewigkeit begann, beschriebener Verdruss. Damit kehrt er Stück um Stück ins Zeitliche zurück, bis er es nicht mehr hören kann.